Das alte Bahnhofsgebäude in Wilkau-Haslau bekommt nun neues Leben eingehaucht. Nach jahrelanger Restaurierung wurde am heutigen Vormittag das neue Freizeitzentrum des Sprachbildungs- und Beratungszentrum e.V. im feierlichen Rahmen eingeweiht und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Schon früher galt das alte Bahnhofsgebäude als wichtiger Ausgangspunkt der bedeutenden Schmalspurbahn der Region. Pünktlich um 10 Uhr wurde heute das Band durchgeschnitten, welches der Öffentlichkeit Zugang in die neuen restaurierten Räumlichkeiten verschaffte. Neben zahlreichen geladenen Gästen wie Staatssekretärin Regina Kraushaar und Landtagsabgeordnete Kerstin Nikolaus waren auch Vertreter der Partnerstadt Griesheim anwesend. Begonnen hat das Vorhaben der Restauration im Jahre 2011, als die Stadt Wilkau-Haslau den alten Bahnhof im Rahmen einer Ersteigerung der Deutschen Bahn erworben hat. Mithilfe von Fördermitteln in Höhe von rund 5,4 Millionen Euro des Bundes sowie des Freistaates Sachsen konnte das alte Gebäude in einen Ort der Begegnungen verwandelt werden. Künftig haben Alt und Jung die Möglichkeit, Angebote wie Brettspiele, kreatives Gestalten sowie moderne Computer- und Fitnessräume zu nutzen. Ebenso stehen monatliche Treffs der Müttergruppe in Begleitung einer Hebamme, Kindergeburtstage und Ferienspiele auf dem Plan. In den vergangenen 8 Jahren beteiligten sich fast ausschließlich einheimische Unternehmen an dem Bauvorhaben, um insbesondere die regionale Wirtschaft zu fördern. Bürgermeister Stefan Feustel bedankte sich daher für die starke Willenskraft zur Fertigstellung sowie bei allen Beteiligten, die das große Potenzial dieser kleinen Stadt weiterhin ausgebaut haben. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Teile 3 bis 5 des Gebäudes zur Nutzung freigegeben. In den kommenden Monaten werden auch die verbleibenden Teile fertiggestellt. Zusätzlich wird es künftig in den Räumlichkeiten eine Ausstellung zur Eisenbahnhistorie geben, die den Denkmalcharakter des Ortes unterstreicht. Unzählige helfende Hände ermöglichten somit ein neues zentrales Kinder- und Jugendzentrum mit mehr Platz und Entwicklungsmöglichkeiten, sodass besonders der jungen Generation Perspektiven und verschiedenste Varianten zur Freizeitgestaltung geboten werden können. Ja.